zum Jahresende wird keiner geschont. Denn wir machen Schluss mit lustig. Kabarett und Comedy. Heute noch den ganzen Abend in Dreisat. Dankeschön. Mein Gott, ist hier eine Stimmung in der Bude. Das ist ja großartig. Es ist aber auch ein schönes Haus, muss man wirklich sagen. Wenn man sich hier so umguckt. Barock. Das ist schön. Sie glauben vielleicht, das ist immer so. Nein, das ist eigentlich hier ein ziemlich unpersönlicher Betonbau normalerweise. Aber das ZDF hat keine Kosten und Mühen gescheut. Er hat hier mal so ein bisschen was einziehen lassen, ne? So Balkone, schön da, diese Figuren, die das alles so halten. Ne? Das ist das, was, glaube ich, im Kölner Stadtarchiv gefehlt hat. Ne? Das ist, sieht auch so ein bisschen opulent aus und das finde ich wichtig, gerade so in diesen Krisenzeiten, weil im Moment ist ja alles eher so auf Sparflamme. Ne? Ist ja eine große Krise im Moment, so alle so, oh, Krise. Krise, ne? Das liebt der Deutsche, wenn er so ein bisschen rumjammern kann. Ne? Das ist Krise, ne? Da kann man ihm noch so oft sagen, ja komm, vielleicht ist im Oktober schon wieder vorbei, ne? Vielleicht ist es ein Aufschwung, da sagt er, ja, aber nach dem Aufschwung kommt wieder Krise. Das ist ein bisschen schlechte Laune im Land, ne? Und das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Weil eigentlich ist ja auch Grund zur Hoffnung, ne? Es gibt ja durchaus gute, ne, Entwicklung da, Obama ist da, nicht, denn Amerika, nicht, der Heiland ist gekommen, wer hätte das gedacht, nicht, dass die Zeugen Jehovas mal recht behalten würden, nicht, also, ist gekommen, nicht, und ich glaube, er wird alles gut machen, ich glaube, alles, nicht, Obama, als Weltenretter, also kommt er wie gerufen, kann man fast sagen, nicht. Klimakatastrophe, kein Thema mehr, nicht, Obama wird's machen, nicht, wenn der Meeresspiegel steigt, egal, Obama taucht, zieht den Stöpsel raus, nicht, das, macht er alles, nicht? Obama, ja, ein Witz. Man hat das ja gemerkt, nicht? Dass Obama im Grunde die Klimakatastrophe ist ja schon, wie war der Winter hier? War doch bitter, oder? Meine Güte, nicht? Das war ja schon im Januar, da hat es ja nur gefroren, also. Nicht? Da hatte man schon fast den Eindruck, da war Obama noch gar nicht im Amt, da ist er klimatechnisch schon übers Ziel hinausgeschossen, nicht? Da. Nicht, aber er tut was dann, man merkt das einfach. Nicht? Obama arbeitet dran, nicht? Da war kaum im Amt, nicht? War schon im Gazastreifen, war Frieden, nicht? Das war doch wunderbar. Nicht? Da hat er mal angerufen, hat gesagt, Leute, so geht's nicht. Nicht? Und haben Israelis und Palästinenser gesagt, also, dann eben nicht. Ne? Und dann war da Ruhe im Karton, nicht? Der hat das gemacht, nicht? Der wird auch weitermachen, der wird dann in den Iran wieder reisen, Gespräche beginnen mal mit denen, nicht? Da, dem Ahmadinejad mal sagen, dass das mit den Atomwaffen nicht geht, und Ahmadinejad wird antworten, ja, war eh nur Spaß, nicht? Wir wollten den alten Mann da ärgern, der vor dir dran war, nicht? Der war doof, nicht? Und dann wird Obama antworten, ja, der war auch doof, nicht? Und dann sind sich alle einig, nicht? Und dann wird alles gut. Ich glaube, dass alles gut wird. Nicht? Obama wird auch die Industrie retten in Amerika, die ganze Wirtschaft und so. Nicht? Da, das wird dann wieder für uns große Vorteile haben. Nicht? Wenn Obama dann General Motors rettet, dann wird ja bei uns auch Opel möglicherweise, nicht? Dass da der eine oder andere hier vielleicht im Raum auch macht sich ja Sorgen wegen der Ersatzteile. Ja. Ja. Das wird alles gut. Nicht? Eine Stoßstange kriegt man im Notfall immer noch am Schrottplatz. Nicht? Da fragt man sich ja überhaupt, wie kann das passieren? Wie kann so ein Betrieb wie Opel in so eine Schieflage geraten? Denkt man ja nicht, dass sowas möglich ist. Ich meine, Opel sind doch tolle Autos, also. Ja. Ich denke immer, jetzt musst du ernst bleiben, aber ich schaff's nicht. Das ist. Nein, aber irgendwie ist es doch. Komm, die sind doch fahrbar teilweise, oder?
Jetzt keine Traumautos, okay, gebe ich ja zu. Ne? Ich meine, wann haben Sie das letzte Mal von einem Opel Astra geträumt? Ne? Ich im Dezember und ich bin schweißnass aufgewacht. Ja. Ja, aber komm, nein, das sind doch... Also man denkt trotzdem nicht, dass so ein Konzern, ein Traditionskonzern da echt in Gefahr gerät. Ne? Weil ich meine, die sind doch auch krisengewöhnt. Ich meine, die haben doch einiges mitgemacht. Opel hat angefangen 1863, mit Nähmaschinen damals noch. Ne? Ja, ne. Das ist wahrscheinlich auch das Problem. Ne? Kann man nicht einfach Räder drunter machen und denken, das merkt keiner. Das geht ja. Das ist ja. Ja. Ich glaube, komm, Obama wird es schon machen. Ne? Obama wird auch die Banken retten. Ne? Die Banken hat er ja auch schon angepackt. Ne? Jetzt hat die ersten Banken schreiben schon wieder schwarze Zahlen und so. Ne? Also komm, ne? Obama ist dran. Ne? Und wir haben ja auch noch was dazu getan. Also es ist ja nicht nur Obama, wir haben ja selber ein 500 Milliarden Euro Rettungspaket. Ich meine, das ist ja schon was. Ne? Das ist ja, da muss man ja noch lange für arbeiten. Ne? Da, 500 Milliarden ist ja schon viel Geld, oder? Ich meine, ist ja schon... Ich wusste auch gar nicht, dass der Steinbrück die noch hat. Da hat er doch keinem von erzählt, oder? Da hat er die irgendwo da... Vielleicht hat er es auch erst gefunden, man weiß es ja nicht. Wo er die da... Kennt man doch, ja? Komm, jeder von uns kennt das, dass man in den Schrank... holt eine Hose raus, ne, die man lange nicht angehabt hat. Ne, guckt so in der Tasche, denkt, was ist das denn? Ne, da ist doch noch eine Milliarde, das gibt's doch gar nicht, ja... Ne, kann passieren, das ist, ja, aber 500 Milliarden kriegen sie in die Hosentasche gar nicht rein, das ist das Problem, nicht? Das ist ja viel Geld, nicht? Das ist, ich hab mir das mal versucht vorzustellen, wie viel das ist, 500 Milliarden, und ich habe erstmal mit einer Million angefangen, eine Million in 500-Euro-Scheinen, das ist so viel, knapp 10 Zentimeter, das ist eine Million. Und wenn man sich jetzt 500 Milliarden vorstellt, wissen Sie, wie hoch der Stapel ist? In 500-Euro-Scheinen? Rechnen Sie mal aus. 500 Milliarden, da ist der Stapel 50 Kilometer hoch. Das ist schon... Also ich finde, es macht Sinn, solche Geschäfte bargeldlos zu erledigen, weil... Ja, da... Da reißt an der Tüte gerne mal der Henkel. Ne? Naja. Wobei 500 Milliarden, das ist ein solcher Betrag, den kann ich mir immer noch nicht vorstellen, auch wenn ich mir diesen Stapel vorstelle. Ich meine, das geht gar nicht, kriegt man gar nicht in den Kopf. Ne? Insofern ist es auch nicht schlimm, wenn das Geld weg ist. Ich meine, weil was man sich nicht vorstellen kann, ist auch nicht schlimm, wenn es nicht mehr da ist. Ne? Das ist so. Schlimm ist, glaube ich, wenn einem 500 Euro fehlen. Das ist richtig unangenehm. Wenn man, sagen wir mal, bei der Bank einen Kredit hat und kann 500 Euro nicht zurückzahlen, das ist unangenehm. Wenn Sie da rein müssen, dem da am Tresen erklären müssen, ja, mein Finanzsystem ist zusammengebrochen. Können Sie sich mal die Fresse angucken, da hinterm Tresen. Da können Sie zusehen, wie dem die Eckzähne wachsen. Nein, würde ich gar nicht hingehen. Wenn sie nicht bezahlen, ist doch egal, gar nicht, nichts sagen. Posten nicht mehr beantworten, einschreiben, nicht mehr unterschreiben, nicht mehr ans Telefon gehen, einfach abwarten, nicht, bis die wachsen, die Schulden. Dann wird es einfacher. Ja, 500.000 Schulden ist schon viel einfacher. Wenn sie 500.000 nicht bezahlen können, dann müssen sie in der Bank schon nicht mehr warten, bis ein Mitarbeiter frei wird. Ne? Ja, wenn sie gleich nach hinten durchgereicht, nicht, und ab 500 Millionen bieten die sogar Kaffee an. Ne? Bei 500 Milliarden kommt die Bundeskanzlerin ganz unverbindlich zum Gespräch dazu. Und sagt, ich zahle das, ist kein Thema. Ne? Das, ist ja im Prinzip, ist doch gut, dass sie es zahlt, beziehungsweise sie zahlt es ja nicht selber. Ne? Da, verdient ja nicht so viel, ist ja keine Managerin. Aber Obama wird alles regeln, ne? Mit seiner Außenministerin Hillary Clinton, eine erfahrene Frau, und das finde ich auch sehr gut, dass sie das macht. Sie sollte ja eigentlich als Praktikantin anfangen, aber Bill war dagegen. Und
Ja, finde ich auch richtig. In dem Alter arbeitet man nicht mehr unterm Tisch. Das gehört sich nicht, das ist völlig richtig. Ja, und bitte. Ja. Okay. Gebe ich zu, der Scherz war geschmacklos. Zu schön, um ihn wegzulassen. Egal. Obama wird alles regeln. Nicht? Alles wird gut. Nicht? Eben auch die Klimakatastrophe und alles. Das ist alles kein Thema mehr. Nicht? Das ist Wahnsinn, wie schnell die Themen wechseln. Da bin ich froh, dass ich wenigstens jetzt dieses Oberthema im Programm habe, was so ein bisschen zeitlos ist. Also das Programm heißt ja nur die Wahrheit und Wahrheit ist ja auch das große Thema. Wussten Sie das oder haben Sie gedacht, komm, Hauptsache geheizt. Ja. Weiß ich ja nicht, deswegen, also, wie gesagt, das große Thema des Abends ist Wahrheit, nur die Wahrheit. Und Wahrheit ist ein schönes Thema, ne? Wahrheit will man wissen, selbst wenn sie unangenehm ist, ne? Und das ist ja oft, nicht? Man kommt nach Hause und sagt, Schatz, sag mir die Wahrheit, schon ist Ärger. Ne? Aber wer ist schon so schlau, dass er nach Hause kommt und sagt, Schatz, ich will einfach meine Ruhe haben, bescheiß mich mal eine Runde. Das macht man nicht. Ja? Die Wahrheit will man wissen, auch wenn sie unangenehm ist. Und wie gesagt, das ist häufig der Fall und deswegen ist auch das Programm teilweise, weil es sich eben mit Wahrheit auseinandersetzt, ist es teilweise ein bisschen unangenehm. Aber auch lustig. Also da habe ich mir auch Mühe gegeben. Ne? Ja, soll doch lustig sein so ein Abend, das ist doch der Sinn der Sache, das ist doch der Sinn des Lebens auch. Man kommt doch zur Welt, irgendwann lebt man wieder ab und die Zeit dazwischen sollte man sich möglichst lustig um die Ohren hauen. Da sind Sie hier heute Abend wunderbar aufgehoben. Ne? Hier ist schön, hier ist warm, hier ist gute Luft im Raum. Ja, okay. Das geht natürlich auch nicht, weil so richtig gute Luft geht nicht bei so vielen Leuten in so einem Raum. Ne? Die atmen ja alle. Ne? Beziehungsweise schlimmer noch, ne? Teilweise atmen die ja auch wieder aus. Ne? Das sind ja beim erwachsenen Menschen jeweils 3 bis 5 Liter mehrfach in der Minute. Nicht? Da können Sie sich ausrechnen, wie viel von dem, was Sie gleich atmen werden, ja, vorher schon in einem anderen drin war. Ne? Auch das ist ein Problem an der Wahrheit. Sie ist oft ästhetisch nur ganz schwer zu ertragen. Ne? Vor allem, wenn man dann noch auf der Empore sitzt. Ne? Herzlich willkommen. Das ist natürlich. Ja, Mensch, können wir von mir jetzt anfangen? Ne? Wie gesagt, nur die Wahrheit. Ne? Kein leichtes Thema natürlich. Das vielleicht noch vorneweg, weil das ist mir immer wichtig, das noch zu sagen. Bei Wahrheit denkt man immer, das ist so ein einfacher Begriff, den muss man nicht hinterfragen. Die Wahrheit erklärt sich selbst. Wahrheit ist halt das, was stimmt. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Ich meine, was stimmt schon? 1 und 1 ist 2 zum Beispiel. Denkt man, stimmt, ist eine Wahrheit. Aber selbst diese scheinbar so einleuchtende Wahrheit gilt ja im Grunde nur im Rahmen der Mathematik. Das sieht ja ganz anders aus, beispielsweise in einer Zoohandlung. Wenn der Verkäufer sagt, ganz sicher, das sind 2 Weibchen. Geht man nach Hause, ne, und dann ist 1 und 1 ganz ruckzuck 54. Ne? Ja, und das ist ja auch nur ein Zwischenergebnis auf dem Weg der Materie in die Unendlichkeit. Und deswegen sagen ja viele Leute auch, Wahrheit gibt es gar nicht. Wahrheit ist das, worauf wir uns geeinigt haben, woran man gerne glauben möchte. Das nennt man die Kohärenztheorie der Wahrheit, dass Wahrheit schon deshalb gar nicht zu verifizieren ist, weil jede Wahrheit eben raumzeitlichen und psychologischen Restriktionen unterworfen ist und auf diskursiv nicht verifizierten Hypothesen beruht. Was so was? Wir können den theoretischen Scheiß auch weglassen, also wie Sie wollen. Oder komm, ich fasse es kurz zusammen, dann haben wir es weg. Ja? Wahrheit ist das, was einem hilft, richtig und falsch zu unterscheiden. Das heißt, was einem hilft, sich eine Ordnung zu schaffen im Chaos des Universums. Ja? Und darum geht es ja. Sich eine Ordnung zu schaffen, ne, das ist ja. Das braucht ja auch jeder, eine Ordnung. Nicht der eine mehr, der andere weniger. Aber ein bisschen braucht jeder. Ich brauche ein bisschen mehr, weil ich ein bisschen wirr im Kopf bin. Deswegen brauche ich Ordnung um mich rum, sozusagen. Bei meiner Freundin zum Beispiel ist es exakt umgekehrt. Die ist klar im Kopf, braucht keine Ordnung um sich rum. Ist ein anderes Konzept, geht auch. Ne? Sie hat auch Ordnung, aber sie räumt auch auf. Nicht? Aber anders. Ne? Durch Gravitation. Sie bildet Haufen. Im Grunde wie das Universum. Ne? Das bildet ja auch Haufen. Ne? Galaxienhaufen, Superhaufen. Ne? Also Superhaufen wäre jetzt zum Beispiel bei ihr analog der Schreibtisch. Ja? Man steht davor und denkt, wow, kosmisches Chaos.
überall Wirbel. Ne? Aber die findet da alles drin. Die findet da die wenn ich die frage, hast du mal einen Tacker? Kein Problem. Gräbt die in den Schacht. Und zieht den da raus. Das ist ein Wahnsinn. Die findet da alles. Ich finde nichts auf meinem Schreibtisch. Ne? Auf meinem Schreibtisch ist auch nichts. Ne? Ich meine, ich bin kein Pedant. Ne? Ich hasse es nur, wenn die Dinge nicht senkrecht liegen. Ne? Aber, ne? Aber ich würde dann, wenn da auch noch Unordnung wäre, würde ich gar nichts mehr finden. Die findet eben auch im Chaos alles wieder. Ja? Es gibt ja Wissenschaftler, die suchen außerirdisches Leben im Universum. Die sollten meine Freundin fragen. Ne? Die würde kurz nachdenken, wo hatte ich das? Nicht? Würde ich sagen, war das nicht irgendwie hinter Orion, zweite rechts oder was? Und ich sage ihnen, da ist es dann auch. Ja? Ich würde außerirdisches Leben nicht mehr finden, wenn es vor mir steht. Würde ich nur denken, drei Augen, grün. Wahrscheinlich aus Österreich. Keine Ahnung. Ja. Ja. Ich finde nichts. Ich erkenne noch niemanden wieder. Das ist auch so total peinlich oft. Ganz schlimm. Das liegt an dieser Wirrnis im Kopf irgendwie. Das ist da zu viel. So Hunde zum Beispiel. Hunde haben ein kleines Hirn. Da ist Ordnung drin. Da geht nicht viel durch. Ein Hund erkennt jeden wieder. Der schnüffelt kurz zwischen den Beinen, da weiß er Bescheid. Aber ich will das nicht. Das egal. Jedenfalls, komm. Wir wollen versuchen, heute der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Soweit das natürlich, das muss man einschränkend sagen, soweit das mit unserem menschlichen Hirn überhaupt möglich ist, denn der Mensch hat ja über 90% genetische Übereinstimmung mit dem Hausschwein. Und da sollte man gerade existenzphilosophisch nicht zu viel verlangen. Ja? Ist ja kein Scherz, ist wirklich wahr. Ne? Über 90% genetische Übereinstimmung mit dem Schwein. Gerade für uns Männer natürlich. Deprimierend, ne? Weil man guckt ja oft abends noch so an sich runter und denkt, Mensch, ne? Hoffentlich ringelt sich das nicht noch. Na gut, aber trotzdem sollte man den Menschen natürlich respektieren. Ja, das ist ja Grundvoraussetzung jeglicher menschlicher Erkenntnis. Ist ja erstmal, dass man den Menschen als geistiges Wesen anerkennt, dass man ihm also einen gewissen Grundrespekt entgegenbringt. Das ist ja wichtig, Respekt. Ne? Musste ich auch erst lernen. Weil ich ja aus dieser alternativen Zeit komme. Und da war ja Respekt mehr so ein Spießerbegriff. Da kamen immer so die Alten mit an, die sagten dann, Respekt vor dem Alter ist wichtig. Und wir haben die ausgelacht. Und haben gesagt, warum? Als wenn Verwelken eine Leistung wäre. Jetzt werde ich selber älter, jetzt kommen plötzlich die Jüngeren an. Stellen sich dahin so, ey du, Respekte. Ja. Auch manchmal schwer zu verstehen. Finde ich, sind manchmal auch komische Typen, die da Respekt einfordern. Ne? Wenn ich so aufbaue, so, hey, schau dich auf die Fresse, Respekte. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Respekt da das richtige Wort ist. Angst, ja. Aber Respekt, nicht? Aber natürlich sollte man jeden Menschen respektieren, auch wenn er ein hirnloser Dummdödel ist. Nicht? Das sollte man ihm sagen. Du bist ein hirnloser Dummdödel, aber ich respektiere dich dafür. Naja, aber das gehört natürlich auch zu dieser Frage nach der Wahrheit dazu. Die Frage, wie ist der Mensch? Ja, ist er ein Dummdödel, ja oder nein? Ne? Also ist er doof, ist er nicht doof? Ne? Oder ist er gut, ist er böse? Ne? Alles Fragen, die ich jetzt gleich hier in meinem Programm, wenn es gleich losgeht, möchte jetzt endlich anfangen. Meine Fresse, ich rede hier ein Zeug. Wie spät haben wir eigentlich? Nee. Du lieber. Ich bin immer noch bei der Einleitung. Nee, komm, da lasse ich was weg. Das hat doch keinen Sinn. Das ist, sonst sitzen wir doch hier mitten in der Nacht noch rum. Nee, das ist doch da. Aber das ist natürlich, man muss natürlich bei so einem komplexen Thema wie Wahrheit, muss man natürlich erstmal ein paar einleitende Worte finden. Das ist ja, eins muss ich auch noch. Das, dann es geht sofort los. Aber das muss ich noch sagen. Bei Wahrheit denkt man ja immer so auch an ewige Wahrheiten, göttliche Wahrheiten, religiöse Wahrheiten. Und das wollte ich nur sagen. Das habe ich komplett weggelassen. Einfach, nee, komm, da, weil das immer auch nur Ärger gibt und so, weil die sind immer so beleidigt. Religiöse Menschen sind empfindlich einfach. Nicht? Da, ich habe mir extra noch einen Koran besorgt, um zu gucken, was man überhaupt sagen darf. Und da ist auch sowieso nichts übrig geblieben. Und habe ich gedacht, lass weg. Na, einfach. Nachher kommt irgendwie, weiß ich nicht, macht man hier einen kleinen Witz, nicht, wo man denkt, das merkt da draußen keiner, ja, vergiss es. Nicht.
Eine Stunde später laufen in Islamabad 100.000 Leute auf die Straße, ne? Weil irgendeiner gepetzt hat hier. Ne? Nein, und die sind ja immer gleich so radikal beleidigt dann. Immer rennen ja immer gleich ins Haus und holen die Fahne von dem Land, wo der Witz gemacht wurde. Ne? Ja, die. Ich glaube, die haben offenbar von allen Ländern der Welt haben die Fahnen zu Hause, ne, damit die sofort reagieren können. Ne. Und dann rennen die raus und dann verbrennen die Fahnen und schneiden neue Fahnen und verbrennen die wieder und immer mit diesem wutverzerrten Gesicht. Ne, dann, oh nee, komm, das will mir auch nicht gewesen sein. Nachher komme ich da in ein Tagesthema und habe ich gedacht, komm, lass weg. Ja. Hat mich meine Mutter auch sehr drum gebeten, ne, weil ja, die hat gesagt, sprich nicht über Islam, das ist gefährlich, hat sie gesagt. Ja. Hat sie vielleicht auch recht. Ne? Ja, weil ich meine Mutter sagt immer, es ist das erste Mal seit 1945 so, dass man in Deutschland Angst haben muss, wenn man was Falsches sagt, dass da einer kommt und einem physische Gewalt antut. Und ja, da hat sie recht. Und dann meinte sie eben, dass sie, nein, das ist ja so einfach. Ne? Und dann meinte sie, man müsse auch reagieren wie vor 45. Ja, Fresse halten, nicht? Das hätte vor 45 auch geholfen, sagt sie, wäre einem nichts passiert. Es sei denn, man war Jude oder schwul, nicht? Aber ich glaube, das sollte man unter radikalen Islamisten heute auch nicht sagen. Also, naja, und da meinte sie eben, dann komm, lass das weg und so, nicht? Und dann, ja, Gott. Aber ich glaube gar nicht, dass das ausreicht, ehrlich gesagt. Weil, wenn wir mit diesen ganz radikalen Muslimen da im Nahen Osten, da Pakistan, Afghanistan, Iran natürlich auch, wenn wir mit denen wieder auf eine freundschaftliche Basis kommen wollen, wenn wir auf Dauer ums Konvertieren nicht herumkommen. Ja, weil das ja drinsteht im Koran. Wie gesagt, ich habe mir einen besorgt und ich war selber überrascht, wie deutlich das da alles drinsteht. Im Koran steht ja, nehmt euch nicht eure Väter und eure Brüder zu Freunden, wenn sie den Unglauben dem Glauben vorziehen. Und weiter, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott glauben, bis sie Tribut entrichten als Erniedrigte. Das ist eine klare Ansage. Kann man sich noch richten. Ja. Ja, weil viele immer sagen, das ist gar nicht der Koran, das ist nicht der Islam. Doch. Doch, das steht da. Das ist da. Ja, oder Moment. Genau. Wir sind noch gar nicht fertig. Hier, Sure 9, der ist auch interessant. Kennen Sie den? Sure 9, Vers 5, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Na, das grenzt ja an Unhöflichkeit, oder? Das ist interessant, das sollte man wissen, wenn man über das Thema diskutiert, weil viele reden über das Thema, ja, und keine Sau guckt mal nach, was steht denn da wirklich? Und ich finde, wer Sure 9 nicht gelesen hat, darf auch nicht mitreden. Ja, und die Frauen sollten auch mal in Sure 4 reingucken, ist auch interessant, da steht alles drin über die Rolle der Frau. Lesen Sie mal nach, ist kurz. Ja. Ja, da steht, ja, da stehen auch interessante Sätze, so Sätze wie, die Frau ist dein Acker. Geh auf deinen Acker, wann immer und wo immer du willst. Ja, ja, nur dass auch die Frauen wissen, was dann los ist. Ne? Im Iran gibt's keine Migräne. Ja. Na gut. Was mir noch ganz wichtig ist zu dem Thema, wir tun ein bisschen die Muslime leid, die hier seit Jahrzehnten bei uns leben, die ja auch zum sehr großen Teil mit Religion gar nicht so viel am Hut haben. Die gehen halt wegen der Familie da mal hin oder wegen der Tradition oder viele auch gar nicht. Ja, die werden ja bloß nicht vertreten. Ja. Und die werden jetzt alle mit diesen Radikalen da in einen Topf geworfen. Das finde ich sehr ungerecht, muss ich sagen. Ich kann das beurteilen, weil ich war selber mal Messdiener. Und ich möchte deswegen auch nicht für die Verbrechen des Christentums mitverantwortlich gemacht werden. Aber gut, wie gesagt, Religion. Schwieriges Thema und deswegen war auch, glaube ich, die Entscheidung richtig zu sagen, ich rede da nicht drüber. Ja. Hat ja auch. Ja. Hat ja auch mit Wahrheit nichts zu tun. Ja. Ja. Naja.
Wenn wir heute der Wahrheit näher kommen wollen, dann sollten wir das unbedingt nicht mit religiösen Mitteln tun, sondern mit den Mitteln des Verstandes. Und das ist durchaus ein Gegensatz. Bin mir auch sicher, dass es geht. Die Wahrheit nur mit der Vernunft zu ergründen. Das Problem ist, dass gerade die, die das können, die also richtig was im Kopf haben, dass die oft nicht in der Lage sind, das Ganze auch verständlich auszudrücken. Ja, ich denke jetzt also Leute wie Einstein, Relativitätstheorie, große Wahrheit, aber bis heute hat ja kaum einer die Relativitätstheorie verstanden, weil Einstein sie nicht verständlich ausgedrückt hat, der Depp. Dass Zeit und Raum relativ sind, ist doch im Grunde nichts Schwieriges. Ja, dass man weniger alt wird, je schneller man sich bewegt, kann doch jeder Motorradfahrer nachvollziehen. Ja, aber naja, das ist das Problem einer Wahrheit. Sie ist oft zu kompliziert und wenn man sie dann begreift, ist sie auch noch zu unangenehm, als dass man sie überhaupt wissen möchte. Ja, denn das ist ja überhaupt das Ding, wenn man die Wahrheit ständig vor Augen hätte. Also die Welt so, wie sie ist, ich meine, man wird doch depressiv, gucken sich die Welt doch mal an. Ja, überall Kriege, Seuchen, da leben Menschen in ärmlichsten Verhältnissen. Das ist doch, im Grunde hat es gar keinen Sinn, die Wahrheit zu suchen. Das macht nur schlechte Laune. Im Gegenteil, wir sollten wieder lernen, uns anständig selbst zu bescheißen. Dieses Florian Silbereisen-mäßige, die Welt ist schön, humftatter, humftatter, ja bitte. Der macht's richtig, der ist gaga, der ist glücklich, der merkt nichts. Was willst du mehr? Ist das super? Ja? Bitte, wenn Sie geistig dazu in der Lage sind, behalten Sie das bei. Im Grunde hat es gar keinen Sinn, Wahrheit zu suchen. Im Grunde ist das ein schlechte Laune-Konzept. Ja, Sie lachen, das ist natürlich blöd, wenn einem das auf der Bühne auffällt. Ne? Ja, das ist echt, das ist wirklich wahr. Ist doch, nee, was kommt jetzt hier? Mal 1, 2, 3, 4, 5 Seiten tot. Soll das denn Tod? Was für ein bescheuertes Thema. Ich meine, weil es liegt doch gar nicht in der Natur des Menschen, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Im Gegenteil, es steckt doch drin in unserer Psyche, dass wir den Tod verdrängen, dass wir alles tun, um ihm nicht zu begegnen und so. Also ich zumindest. Ne? Ich lebe gesund, ich gehe nicht zum Arzt. Ne? Ja, kann ich Ihnen nur empfehlen. Wenn bei uns einer stirbt, ist fast immer ein Arzt dabei. Das ist doch kein Zufall. Wobei das woanders nicht per se besser ist, das muss man auch mal sagen. Ich war neulich zum Beispiel in China und da hatte ich so einen Husten, so ganz lästig, so, der ging nicht weg, ganz hartnäckig. Interessiert Sie das überhaupt? Aber ich habe gedacht, wenn es eh rum ist, kann ich auch was Privates, so, ist ja egal. Sie können auch ruhig, also die Türen sind auf immer. Ne? Das, ja, beim ersten Programm war ich wahnsinnig unsicher, da habe ich abschließen lassen, aber ich mache das ja nicht. Naja, wie gesagt, ich hatte diesen Husten und ich dachte wirklich, der geht nicht weg, du musst jetzt zum Arzt. Ne? Stimme und so ist auch nicht ungefährlich. Dann. Und dann bin ich dahin zusammen, hab ich gedacht, du bist in China, gehst du nicht zu so einem westlichen Mediziner, gehst du mal dahin zusammen, traditionelle chinesische Medizin, ne? Ist ja weltberühmt, gehst mal hin zusammen, Hayo. Ja. Und bin ich da rein und hab dem so erklärt, so Husten. Und er gleich so, oh, also übersetzt. Und dann meinte er, ja, und es ist kein Irrtum ausgeschlossen, wir hatten einen Übersetzer dabei. Und er meinte, ungelogen, ich sollte vor Sonnenaufgang einen Schneefrosch fangen. Wirklich wahr, so war ich hier stehe, so war das. Und vor Sonnenaufgang soll ich einen Schneefrosch fangen, dem Schneefrosch das Maul aufhalten. Und dann aber richtig, ja. In den Schneefrosch rein und dann den Schneefrosch laufen lassen. Dann läuft der Schneefrosch mit meinem Husten weg. So war ich hier stehen. So war's. Und ich war so perplex, weil ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, was der wohl bei Magen-Darm empfiehlt. Ja.
Naja, habe ich natürlich auch nicht gemacht, weil vor Sonnenaufgang ist auch nicht meine Zeit. Und aber mir ist trotzdem etwas klar geworden da. Also eins ist mir plötzlich, wenn der Chinese wirklich recht hat mit dieser Wiedergeburt und dem ganzen Krempel und so, ja, ich möchte auf keinen Fall. Ja. Schneefrosch ist nicht meins, also Husten ist wirklich lästig, aber schlimmer noch ist, wenn einem ein kranker Chinese in den Hals rotzt. Ja. Boah. Naja, egal. Wie bin ich drauf gekommen jetzt überhaupt? Wo war ich jetzt? Ach so, tot, genau, wollte ich ja nicht drüber sprechen. Was für eine bescheuerte Idee, den Tod zum Thema zu machen. Und dann noch in einem Programm über Wahrheit. Wie bescheuert ist das denn? Ich meine, wer sagt schon gerade im Zusammenhang mit Tod die Wahrheit? Ich meine, ganz im Ernst, wo wird zum Beispiel mehr gelogen als in Todesanzeigen? Bitte, ist doch alles verlogenes Zeug, sonst kämen da viel öfter Worte vor wie endlich. Ja. Oder glücklicherweise. Ja. Nach langem Warten. Ja. Oder es freuen sich. Ja. Wirtin Hilde und alle Stammgäste des Roten Ochsen. Ne? Kommt doch nicht vor. Ja. Und dass sich in so einer Todesanzeige man entschuldigt. Ja, sorry, war der Tumor doch kein Pickel. Chirurg Dr. Müller. Kommt nicht vor. Ja. Am Ende lügt man sich den ganzen Dreck schön. Und es ist richtig so. Was soll man da noch hinterherhauen, wenn es doch eh vorbei ist? Komm, vielleicht regt man sich ja sowieso völlig umsonst auf. Das kann natürlich auch sein. Nicht? Dass der Tod ja, also das praktisch ist, also wie es in der Bibel halt auch steht, nicht? Dass der Tod erst der Anfang des richtigen Lebens ist, dass danach erst richtig so Himmel, Highlife, Harfe, Halleluja, der ganze Krempel. Nicht? Ja. Aber ja, bin ich auch skeptisch, muss ich sagen. Dafür steht auch einfach zu viel in der Bibel, wo man sagen muss, das ist ja ganz schlecht recherchiert. Ne? Es geht ja schon am Anfang los, diese ganze Schöpfungsgeschichte und so, ne? Dass Gott die Welt geschaffen haben soll in 6 Tagen. Das finde ich knapp. Da habe ich mit Handwerkern andere Erfahrungen gemacht, ganz ehrlich. Aber gut, ja. Ja, kann man immer noch sagen, ja, ist ja der liebe Gott, ne, der kann das ja, der ist ja mega allmächtig, super drauf, Wahnsinnstyp, okay. Aber dann frage ich mich, wenn der so perfekt ist, warum hat er dann am 6. Tag so versagt, als er den Menschen geschaffen hat? Das ist ihm ja in die Hose gegangen, was er auch gleich selber zugeben musste. Er hat sie ja rausgeschmissen aus seinem Paradies. Adam und Eva, arbeitslos, wohnungslos, sie schwanger, schlimme Verhältnisse. Und wie es dann oft kommt in der nächsten Generation, Verwahrlosung, Abgleiten in die Kriminalität, ne? Kein Abel, Sie kennen die Geschichte, ne? Kein erschlägt Abel, flüchtet, irrt ziellos umher. Man kann so sagen, die gesamte Menschheit stammt aus dem sozialen Brennpunkt. Und warum bitteschön? Doch wohl, weil Gott nicht anständig gearbeitet hat. Hat er keinen Bock mehr gehabt oder, weiß ich nicht, war mit den Tieren schon zu zufrieden? Ne? Ja, ist ja möglich. Ne? Nicht zu Unrecht auch, weil da gibt's ja wirklich perfekte Exemplare. Da kann er wirklich stolz sein. Also, da gibt's ja Geschöpfe, das ist ja. Und für mich das tollste Wesen in Gottes Garten, das ist für mich eine Quallenart. Das ist so perfekt. Die ist so irre, das ist Seescheiden heißen die. Die haben ein ganz kleines Gehirn und das benutzen die aber nur, um sich einen Platz zum Leben zu suchen. Ne? Schwimmblumen. Dann gucken die, wo die bleiben können. Da oder hier. Irgendwann haben die keinen Bock mehr zu suchen. Da setzen sie sich fest. Meist auf einer Koralle. Und dann bleiben die da. Für den Rest ihres Lebens. Und das ist so clever. Dann verbringen die den Rest ihres Lebens damit, ihr eigenes Gehirn zu verdauen. Das haben bei uns in der Straße auch welche versucht. Aber die waren viel zu früh fertig. Naja, egal.
wie bin ich darauf gekommen jetzt? Wo war ich jetzt schon wieder? Nee, Schöpfungsgeschichte. War ich schon tot, da sind sie kurz weggeschlafen. Möglicherweise das. Nein. Ich war schon, Adam und Eva war ich schon. Und Kain ist ja auch schon da. Abel ist ja schon wieder tot. Aber es gibt drei Menschen auf der Erde. Und dann wird die Geschichte völlig hanebüchen plötzlich. Also jetzt steht plötzlich in der Bibel, dass innerhalb von drei Generationen so viele Menschen da sind, dass ganze Städte gegründet werden konnten. Wie soll das gegangen sein? Jetzt, also rein technisch. Mir tut die arme Eva ein bisschen leid an dieser Stelle, weil die muss ja wirklich da einen nach dem anderen da, also wirklich die Ursula von der Leyen der Bibel, ja, also ja, hey, und noch einen, nee, und einen hau ich noch hinten raus, nee, aber das wirklich, das ist aber, nein, bitte, nix gegen Ursula von der Leyen, tolle Frau, nee, was die rausgehauen hat über die Jahre, das ist echt aller Ehren wert, ne, hat versucht, das demografische Problem im Alleingang zu lösen, Respekt, ne. Unsere Gewinnerin der goldenen Plazenta 96, eine tolle Frau. Aber bitte, selbst wenn Eva in dieser Frequenz da, einen nach dem anderen, und selbst wenn alle 10 Jahre Zwillinge, selbst dann ist es rechnerisch doch nicht möglich. Wo kamen also diese ganzen Menschen her? Na gut, Kain war ja noch unterwegs da draußen. Ne? Alleine. Ja. Gut, vielleicht kommen da Bibel und Evolutionslehre auch wieder zusammen und der Mensch stammt doch vom Affen ab. Ne? Ja, und wahrscheinlich sogar von der Ziege und vom Gürteltier, ne? Ja, man weiß doch wohl, wozu die Kerle in der Lage sind, wenn der Druck im Kessel steigt. Ne? Gott dementsprechend unzufrieden, aber doch zu Unrecht, wie ich meine, weil war das Ganze denn verbockt? Allmächtig, allwissend, der hätte es wohl ahnen können. Ne? Kein Wunder, dass er versucht hat, das Ganze zu vertuschen. Ne? Schwamm drüber, beziehungsweise Wassermarsch, ne? Sinnflut, einmal durchgekerchert durch die Schöpfung, ne? Unser barmherziger Gott als stalinistischer Säuberer. Ne? Hat er erstmal alles massakriert, was da kreucht und fleucht. Ja, egal ob schuldig oder nicht, Hauptsache tot, schadet nichts mehr. Ne? Zwei von jeder Art bleiben übrig, sehr geistreich, geht die ganze Inzucht von vorne los. Ja. Beziehungsweise zwei, ich meine, da können Sie jeden Biologen fragen, zwei reichen hinten und vorne nicht zum Überleben einer Art aus. Insofern kann man sagen, diese Geschichte hat und bitte, da kann es doch wohl unter denkenden Menschen keine zwei Meinungen geben. Diese Geschichte hat mit Realität nichts zu tun. Schön erzählt. Ja. Aber die Bibel ist halt einfach kein Geschichtsbuch. Viele Leute verwechseln das. Die glauben, wenn was schön erzählt ist, dann stimmt es auch. Ja, es gibt ja Leute, die fahren ernsthaft nach London in die King's Cross Station und glauben, dass sie den Bahnsteig 9¾ nur nicht sehen können, weil sie Muggel sind. Aber bitte, es ist nicht vernünftig, das zu glauben. Und die Bibel ist halt einfach kein Geschichtsbuch. Ist doch nichts Böses, wenn man das sagt. Im Gegenteil, wer behauptet, die Bibel sei ein Geschichtsbuch, der behauptet, dass die Bibel ein selten dämliches Buch ist. Und das ist sie nicht. Das ist ein tolles Buch. Auch das Neue Testament, wunderbar, die Bergpredigt, ist doch wohl großartig. Aber deswegen muss die Bergpredigt doch gar nicht genau um die Uhrzeit jetzt auch genau an der beschriebenen Stelle stattgefunden haben. Das ist doch völlig unerheblich. Man kann doch Christ sein und trotzdem an der Jungfrauengeburt zweifeln. An Josefs Stelle hätte ich das getan. Erzengel, Verkündigung. Ja. Die Ausrede habe ich einmal versucht. Ja. Vergiss es. Ja. Man fragt sich wirklich manchmal, wie wirr muss eigentlich eine Geschichte sein, damit da keiner mehr dran glaubt? Ne? Beziehungsweise viele glauben ja dran, weil sie so wirr ist. Ist ja oft ein Argument, dass die Leute sagen, das ist ja so wirr, das hätte nie jemand so erfunden. Also stimmt's. Ne? Nach dieser Logik funktionieren auch viele Verschwörungstheorien. Ne, da ist ein solcher Wust von erfundenem Zeug, blödsinnigen Behauptungen und faulen Gerüchten, bis das ein solcher Haufen ist, dass es Leute gibt, die sagen, ein solcher Haufen kann keiner erfunden haben. Das stimmt. Ne? Komm da nur drauf, weil mich da jemand angesprochen hat. Ne? Das ist... Ja, kann ich kurz erzählen, der kam zu mir und meinte, ja, ich hätte ja ein großes Publikum und deswegen eine große Verantwortung der Menschheit gegenüber. Ne? Und ich sag so, ja. Ne? Und er meinte, ja, dann müsse ich jetzt die Menschheit retten, indem ich ihr etwas mitteile. Also da habe ich ihm gesagt, das ist exakt die Stellenbeschreibung von dem, was ich hier treibe. Ne? Ne? Und da hat er mir folgende E-Mail geschickt. Und zwar ist eine echte E-Mail, muss ich dazu sagen. Moment. Nicht, dass Sie nicht glauben, ich mache hier Spaß oder so. Das ist
Eine echte E-Mail, die ist gekommen. Er schreibt: Sehr geehrter Herr Nuhr, bitte teilen Sie der Welt folgende Fakten mit, die für das Überleben der Menschheit von überragender Bedeutung sind. Die Schwingung der Erde, die sogenannte Schumann-Resonanz, können Sie gleich im Internet mal nachschlagen, Schumann ohne H, ja, hat sich von 7,9 auf über 13 Hertz fast verdoppelt. Was bedeutet, dass wir auf eine neue Dimension zudriften. Ja, habe ich das auch erwähnt. Ja. Ja, was es bedeutet, weiß ich nicht genau, weil ich wusste gar nicht, dass die Erde überhaupt schwingt. Ich dachte immer, die dreht sich. Wobei ich auch da fairerweise zugeben muss, dass ich das selber nie bemerkt hätte. Ja doch, neulich habe ich mir gedacht, die Erde dreht sich, aber unter 10 Bier nehme ich das gar nicht wahr. Alkohol schärft die Sinne. Ja, auch beim Autofahren. Da fällt man Kurven, wo man nüchtern geradeaus durchgebrettert wäre. Das ist gefährlich. Machen Sie das nicht, fahren Sie niemals ohne Alkohol. Ich glaube auch, dass viele Verschwörungstheorien im Grunde auf Alkohol basieren. Naja. Und auf Hormonen natürlich, das muss man auch sagen. Weil das hat ja irgendwas mit Testosteron so zu tun, glaube ich. Weil, ich meine, ist Ihnen das nicht auch mal aufgefallen, dass diese ganzen schlimmen Verschwörungstheorien so mit 11. September und was nicht alles gibt und so, dass das immer Männer sind, die auf sowas kommen? Warum ist das so? Ich glaube, ich weiß es. Ich bin mir nicht sicher, ob es korrekt ist, das zu sagen, aber ich glaube, es liegt daran, dass Männer nachdenken. Frauen denken natürlich auch nach. Frauen reden dann über das, worüber sie nachgedacht haben. Und dann merken die schon beim Reden, merken die schon so, was red ich da eigentlich? Und dieses Korrektiv haben Männer nicht, weil die jeden Gedanken praktisch hermetisch im eigenen Schädel verschließen und da langsam verschimmeln lassen. Weil Männer reden ja nicht. Das ist ja dieses Defizit, das ist ja objektiv, da gibt es ja auch Erhebungen. Männer haben ja dieses Rededefizit, wissen wir aber auch aus dem Alter. Ich meine, wenn ein Mann und eine Frau zusammensitzen, also vorausgesetzt, die kennen sich schon. Ja? Und da wird nicht geredet. Ich meine, bitte, wer wird anfangen zu sprechen? Es wird die Frau sein. Und sie wird fragen, warum sagst du nichts? Und der Mann wird zurückfragen, was soll ich denn sagen? Das ist für Frauen gar keine Frage. Frauen reden einfach so. Und wenn man als Mann nur eine Kleinigkeit dazwischen sagt, sowas wie, ja, kenne ich. Ne? Da sagen Frauen gerne mal, red doch nicht immer nur von dir. Und dann schweigt der Mann wieder. Und dann denken die Frauen immer, der hört nicht. Das stimmt nicht. Männer hören super. Männer haben im Bereich des Hörens unglaubliche Fähigkeiten. Männer hören teilweise, was Frauen niemals hören. Zum Beispiel Männer hören weg. Männer hören nämlich alles außer zu. Und das hat für Frauen riesige Vorteile. Frauen können Männern ihr komplettes Leben anvertrauen und sicher sein, dass sie da am nächsten Morgen nichts mehr von wissen. Das ist super. Das geht umgekehrt nicht. Als Mann erzählst du irgendwas. Du kannst sicher sein, irgendwann, und wenn es auf dem Sterbebett ist, kriegst du das wieder aufs Butterbrot geschmiert. Ja? Da liegst du halb im Koma, da nutzt ihre letzte Gelegenheit. Ne? Du hast damals gesagt. Ne? Und dann stirbt der Mann, das ist ein Fluchtreflex. Ne? Dann ist die Frau sauer, dass er selbst am Sterbebett nicht zugehört hat. Ne? Na komm, egal, wie spät haben wir überhaupt? Ich rede hier ein Zeug. Mensch! Geht die Zeit rum. Es ist ein Wahnsinn. Ne? 45 Minuten schon rum, aber macht nichts. Bin ja morgen Abend wieder da. Viertel nach 11 im ZDF wieder. Wir sehen uns. Bis dahin. Hier in Dreisat geht's direkt weiter mit Dieter Nuhr.
Der zweite Teil, gleich im Anschluss, in Dreisat. Dankeschön. Dankeschön. Ja. So. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Der eine oder andere hier im Raum wird sich möglicherweise erinnern, ich war gestern schon hier. Und mir jetzt richtig viel Zeit genommen, also ein Tag ist ja schon, und ich habe jetzt den kompletten zweiten Teil habe ich neu geschrieben und ja, weil ich gesehen habe, das hat keinen Sinn. Da diese ganze Wahrheitsgeschichte und so, das habe ich komplett rausgeschmissen. Es gibt ja nur Ärger. Ich kriege ja auch immer Reaktionen. Ich meine, hier zum Beispiel, das habe ich bekommen, das war in Chemnitz. Richtig schön, handschriftlicher Brief von Jennifer und Annette aus der ersten Reihe. In Klammern, nach der Pause dort nicht mehr. Die beiden schreiben, sie hätten sich da seit einem Jahr drauf gefreut auf den Auftritt, wenn neu, das ist ganz lustig, aber dass ich Witze machen würde über die Bibel, könnten sie nicht akzeptieren. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist ein grundsätzliches Missverständnis. Das waren keine Witze. Ja, ja, das. Ja, das steht da drin. Ja, also das habe ich nicht erfunden. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass ich da, dass ich die Bibel mal geschrieben hätte. Ja. Naja. Und die beiden schreiben, es stünde ja jedem frei zu denken, was er möchte, aber, das ist eine beliebte Argumentation unter religiösen Menschen, die meinen, ich bewege mich auf dünnem Eis, denn Gott gibt es wirklich, schreiben die beiden, wir haben Wunder mit ihm erlebt, die wissenschaftlich nicht erklärbar sind. Das ist eine Argumentation, die kenne ich eigentlich eher von Leuten, die gerne auch mit dem Sprengstoffgürtel durch die Stadt laufen. Und ja, ist exakt dieselbe Argumentation. Und die beiden legen mir noch nahe, ich solle doch mal nachdenken. Ja. Nö, das kann man ja mal machen. Ne? Und dann auch diese Sache mit den Verschwörungstheorien. Da wollte ich auch noch was zu sagen. Das sollte sich nicht so anhören, als wenn das jetzt alles Unsinn wäre. Natürlich gibt's da auch interessante Sachen, durchaus Bedenkenswertes, weil ich da auch eben immer wieder Mail kriege und sagen, die sagen, ja, aber, ne, 11. September, ne, da Zwillingstürme, ne, das waren eigentlich drei. Und sonst wie irgendwie Zeug. Und so. Ich wollte nur sagen, da gibt's durchaus interessante Ansätze. Ich habe selber meine eigene Verschwörungstheorie. Ich bin ja Tourneekünstler, ich fahre ja viel mit der Deutschen Bahn. Und deswegen hat ja meine persönliche Verschwörungstheorie mit der Deutschen Bahn zu tun. Ich glaube ja, dass die Deutsche Bahn Leichen kaufen auf die Schienen legt, um ihre Verspätungen zu begründen. Und ab und zu auch Schafherden, um das Ganze zu vertuschen. Kann ich mich aber auch irren, ne? Vielleicht ist das, vielleicht ist das einfach irgendein Fehler von einem Hirten gewesen, aber dann sollte man ihm das doch auch mal sagen, ne? Dass das Licht am Ende des Tunnels auch ein ICE sein kann. Na gut, wie gesagt, also das Thema Wahrheit ist jetzt komplett raus. Ich habe das alles gestrichen. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, weil ich meine, der Mensch neigt ja gar nicht dazu, die Wahrheit zu sagen. Er lügt ja über 100 Mal am Tag, meist ohne es zu merken. Oft aber auch bewusst, also ich übrigens auch, nicht, dass ich mich da ausnehmen würde, am Telefon zum Beispiel, Verwandtschaft am Apparat, man will das doch mit allen Mitteln abkürzen, wenn nötig auch mit einer kleinen Lüge, ich muss los, ja.
Oder ich gehe ja gerne mit dem Apparat am Ohr zur Haustür. Klingel. Und sag dann, da kommt jemand, ich muss Schluss machen. Ja, ist doch besser als zu sagen, du gehst mal um den Sack. Buff, ja. Das ist nicht höflich. Ja. Und Ehrlichkeit und Höflichkeit gehen nur ganz selten zusammen. Es gibt Fragen, die sollte man aus Gründen der Höflichkeit niemals ehrlich beantworten. Wenn einer fragt, willst du die hier Anwesende? Ja, ne? Bis dass der Tod euch scheidet, da sollte man doch nicht ehrlich antworten. Nach dem Motto, ja, wollen. Wann soll der Tod denn eintreten? Ja. Ja, oder was kostet mich das denn? Das wäre eine ehrliche Gegenfrage. Ne? Das ist im Grunde die ehrlichste Frage überhaupt. Was kostet mich das? Das ist ja die Menschheitsfrage schlechthin geworden. Wenn es etwas gibt, was die Menschen kultur- und religionsübergreifend verbindet, ist es ja die Liebe zum Geld. Selbst der islamistische Märtyrer, der sich da irgendwo im Nahen Osten in die Luft sprengt, macht das ja nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen. Ne, der weiß ja, das wissen hier, glaube ich, viele gar nicht, ne? Dass dessen Familie dann so eine Art Rente kriegt von der Hamas oder von der Hezbollah oder wer gerade zuständig ist im jeweiligen Bereich für Selbstmordattentate. Ne? Ja, das ist so. Und dann sprengen die sich in die Luft und die Familie kriegt Geld. Und so sind alle glücklich. Der eine ist im Paradies und die anderen haben was am Konto. Ne? Und dann freuen die sich. Ne? Juhu, die Sonne scheint, der Himmel lacht, der Yusuf hat sich umgebracht. Ne? Und dann ist richtig Partystimmung. Ja, hey. Ne? Hat sich den Gürtel umgeschnürt und ist dann fröhlich detoniert. Nee, und dann ist richtig Party bis in die frühen Morgenstunden. Ne? Natürlich gehört auch ein fester Glaube dazu. Klar, gerade auch beim Märtyrer selber, weil der hat ja nichts mehr von dem Geld. Das ist ja sowieso etwas, was ich nicht wirklich begreife, wie man so fest an etwas glauben kann, dass man sich dafür in die Luft sprengt. Weil es bleibt doch immer so ein Restzweifel. Aber naja. Der Märtyrer sagt halt, wer zweifelt, glaubt nicht fest genug. Uff. Und da hat er recht. Dass ich mich noch nie in die Luft gesprengt habe, liegt ja im Grunde daran, dass es mir am Glauben mangelt. Und dasselbe trifft im Übrigen auch auf die religiösen Führer dieser Selbstmordattentäter zu. Denn wenn der Osama wirklich glauben würde, dass ihm jenseits das Paradies wartet, da würde er sich doch nicht jahrelang in so ein pakistanisches Erdloch setzen und Videobotschaften raushauen. Ja, bitte, ja, bitte. Nicht, ja, ja, komm. Ja, ist doch klar. Nicht, ja, ja, nicht, ja. Ja, da würde er sagen, mir nach. Ja, so blöd ist er nicht. Ja. Aber der Märtyrer selber, der kennt keinen Zweifel. Nicht. Das sind die Allerschlimmsten. Die keinen Zweifel kennen. Die Menschen, die die Welt in Schutt und Asche gelegt haben, haben immer zu wenig gezweifelt. Ich sage immer, wer zweifelt, detoniert nicht. Ja. Zumindest nicht aus eigenem Antrieb. Ne? Aber wer glaubt, er hätte die Wahrheit gepachtet, das sind die ganz schlimm. Die wollen ja nur was Besseres sein. Darum geht es im Grunde. Besser zu sein als der andere. Was Besseres zu sein. Nicht? Der Mensch will immer besser, besser, besser. Er will nicht gut, nicht? Er will besser. Der Mensch will auch nicht, dass es ihm gut geht. Er will nur, dass es ihm besser geht. Der Mensch kann knietief im Dreck stecken. Ist ihm völlig egal, wenn es dem anderen bis zum Hals steht. Ganz normales Primatenverhalten. Der Mensch ist halt primitiv. Ist doch nicht böse, wenn man das mal festhält. Das ist einfach so. Das Schlimme ist nur, dass sich der Mensch immer selber als so was Edles verkauft. Als Krone der Schöpfung. Ja. Oder noch besser, Ebenbild Gottes. Wer ist eigentlich darauf gekommen? Da muss man auch total krank für sein, oder? Ebenbild Gottes. Ich meine, das ist kurz vor Stellvertreter, oder? Nein. Naja, komm, über den Papst will ich jetzt gar nichts sagen. Nicht? Der hat's ja schwer genug momentan. Nicht? Der hat ja... Er ist, glaube ich, ein bisschen überfordert im Moment mit dem Job. Ne? Hofft wahrscheinlich nur aus seiner Beförderung, nicht, dass er da rauskommt. Nicht, dass er... Nein. Ja, ich glaube, dass er von Anfang an irgendwie, man hat ihn ja bejubelt am Anfang. Ich habe es gar nicht geahnt, dass das nicht der... Als Sie schon sagten, der Ratzinger könnte Papst werden, da war ich schon skeptisch. Ne? Dann weiß ich noch, wie ich an dem Bild-Zeitungskasten da vorbeikomme, wo drauf steht, wir sind Papst. Und ich war erst so erleichtert, weil ich dachte, Gott sei Dank nicht der Ratzinger. Aber... Ja, dann
war es ja doch, nicht? Und dann, ich glaube, gut, das sollte man ihm da jetzt auch. Er hat da ein bisschen den Überblick verloren, nicht? Das ist ja seine Aufgabe, schwarze Schafe heim ins Reich der Kirche zu führen, nicht? Da, und dass die jetzt nicht schwarz, das ist auch dunkel in so einer Kirche, nicht? Das, wenn die da nicht schwarz sind, sondern dunkelbraun, nicht? Das changiert dann wahrscheinlich auch so, das nicht? Und dann, aber da müssen wir, ja, das, und ich glaube auch, dass unsere Bundeskanzlerin, ich meine, sie hat reagiert, ich finde es ja auch, sie musste ja protestieren, sie ist ja Protestantin und, ich glaube, das war ja auch das Argument dann der Kirche, nicht? Die haben ja dann gesagt, sinngemäß, nicht? Was versteht Frau Merkel von Nazis, die ist da evangelisch, nicht? Also, so habe ich das verstanden und, naja. Der Williamson will ja jetzt mal nachgucken, ob es den Holocaust nicht doch gegeben haben könnte. Ne? Ist ja lobenswert. Ne? Ist für den ja auch nicht leicht. Ist ja eine Zeitreise. Ne? Der Mann lebt im 13. Jahrhundert. Überlegen Sie mal, was den hier empfängt, ne? Wenn der da rausguckt. Ne? Ne? Haben die eigentlich schon Strom da? Egal. Gut, wo war ich jetzt überhaupt? Jetzt habe ich völlig den Überblick verloren. Wo war ich denn jetzt? Irgendwie, dass ich die Wahrheit mit der Kirche oder was weiß ich. Oder so. Ach so, Ebenbild Gottes, genau, das war ja das Bild, nicht das ich hatte. Nicht? Stellvertreter und Ebenbild. Ebenbild Gottes. Der Mensch, Oder können Sie sich vorstellen, dass Gott so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. Also, nimm mal die Verdauung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott Verdauung hat. Ich kann es auch nicht ausschließen, natürlich nicht. Ich meine, klar, wenn er allmächtig ist, kann er auch verdauen. Ne? Ist ja seine Entscheidung. Vielleicht erklärt das ja sogar einiges. Ne? Vielleicht ist das ganze Universum ja gar nicht in einem erhabenen Schöpfungsakt entstanden. Sondern mehr so. Im Sitzen. Ne? Das wird ja auch erklären, warum er sich nicht mehr drum kümmert. Ne? Ne? Ja, das. Ne, das gäbe dem Begriff Urknall eine ganz neue Bedeutung. Ne? Aber irgendwie, ich meine. Erhabenheit, Göttlichkeit und Verdauung, das geht doch nicht zusammen. Ich meine, komm, jeder von uns ist schon mal in ein Klo reingestummt, wo schon einer saß. Ne? Man ist so ein bisschen peinlich berührt, der Typ guckt einen an, als wäre ihm gerade der Blitz in die Schüssel geschlagen. Ja. Ich glaube nicht, dass auch nur einer von Ihnen in diesem Moment gedacht hat, oh, ein Ebenbild Gottes. Weil es scheiße aussieht, weil es lächerlich ist, weil Verdauung etwas Niederes hat. Man spricht ja auch nicht gern drüber, außer die Ältere. So ab 80 ist der Mensch in der Lage, eine Bahnfahrt von Hamburg nach München komplett mit einer Unterhaltung über Darmtätigkeit zu füllen. Ja, mit. Mit kurzen Schlenkern zum Thema Prostata und nachts raus müssen. Der Mensch braucht wahrscheinlich exakt diese 80 Jahre, um zu begreifen, das Leben ist Stoffwechsel. Und Erhabenheit ist eben in der Natur nicht vorgesehen. Also Erhabenheit über die Natur ist nicht vorgesehen. Innerhalb der Natur ist der Mensch natürlich schon was Erhabenes. Er hat ja zum Beispiel die Gabe der Sprache, das hebt uns ja schon aus der Tierwelt heraus. Glauben wir. Ja, da wird ein Tier möglicherweise sagen, na und? Nein. Dafür kann sich der Mensch beim Fliegen nicht am Magnetfeld der Erde orientieren, wie es die Zugvögel tun. Ne? Ja, da ist was dran. Ja. Aber da antworte ich als Mensch. Ja, dafür orientiere ich mich als Mensch beim Fliegen an der Schwerkraft. Ist auch schon was. Ne? Aber ja, es will eben jeder was Besseres sein. Mehr sein als der andere, erhabener sein, weiter vorne sein, eine Führungsposition einnehmen, mehr Geld verdienen und so. Nicht? So ist es halt, nicht so. Jeder, Ellenbogen raus. Oder ich find's schlimm. Aber gut, ich bin natürlich auch anders sozialisiert worden, weil ich eben aus dieser alternativen Zeit komme. Ne? Und da wollte man ja anders sein. Nicht? Da wollte man nicht
Ellenbogengesellschaft und ich voraus, nicht, sondern wir wollten gemeinsam, nicht, leben, einfühlsam, wie man damals sagte, oder sanft, nicht, sanft war damals so das Stichwort. Ich war damals sanft. Ja. Das fanden die Frauen damals auch gut. Ja, damals sind oft Frauen zu mir gekommen, haben gesagt, das ist schön, du bist sanft. Du strickst gut. Da habe ich mich gefreut. Und die haben mit dem Tennislehrer geschlafen. Das fand ich nicht so schön, muss ich dazu sagen. Fand ich auch ungerecht, weil ich hatte den Tennisarm. Vom Stricken? Natürlich. Aber aus dieser Zeit stammt das. Wir haben das abgelehnt, diese Ellbogengesellschaft. Uns war wichtiger, wenn wir mal auf unser Leben zurückblicken, wollten wir sagen können, nicht wir waren die Erfolgreichsten, haben am meisten Geld verdient, sondern wir waren gut. Das wollten wir sagen dann. Was natürlich eine blöde Motivation ist, weil wenn man auf sein Leben zurückblickt, ist man ja tot. Ich meine, da kann es einem egal sein. Es sei denn, man glaubt wirklich daran, dass nachher ausgesiebt wird. Da Himmel, Hölle und so. Aber da glaube ich nicht dran. Oder? Glauben Sie an sowas? Göttliche Strafen? So, ich bin da. Wenn dann sofort, glaube ich. Ich glaube, das Gefühl habe ich manchmal. Kennen Sie das, dass in einem so eine Kleinigkeit passiert, dass man manchmal denkt, ah, das war jetzt die Strafe für das, was du eben gemacht hast. Kennen Sie das? Bei so kleinen Sachen, wenn einem der Ahornsirup aus dem Hängeschrank fällt. Ne? Natürlich wieder genau auf die Kante von der Arbeitsplatte. Ne? Schublade ist noch offen, alles voll. Ne? Dass man denkt, ah ja, vielleicht wollte Gott mir etwas sagen, nicht? Etwas mitteilen, ja, vielleicht die ultimative Wahrheit, die ja lautet, Ahornsirup klebt. Ja. Aber ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Ich glaube nicht, dass Gott zu uns sprechen möchte, nicht? Sonst würde er doch mal vorbeikommen. Würde sagen, hallo, ich habe das hier gemacht, nicht? Was ich nur sagen wollte, nicht? Aber es tut er nicht. Also zumindest bei mir kommt er nicht vorbei, zu mir spricht er nicht, auch nicht durch Wunder. Na, gut, sagen dann natürlich die Gläubigen, muss auch nicht, kann ja nicht bei jedem vorbeikommen. Nicht? Steht ja in der Bibel, dass Gott Wunder getan hat. Jesus ist übers Wasser gelaufen, steht dann da. Ja, das steht da, aber weiß man ja auch nicht, wie solche Geschichten entstanden sind. Ne? Ob das vielleicht ein Missverständnis war oder da hat sich einer verhört, kann doch sein, nicht? Dass da so ein Evangelist am Wasser entlang gelaufen ist und hat so rübergerufen, hey, wo ist denn Jesus? Ja. Und der auf der anderen Seite hat zurückgerufen, der ist Wasser kaufen. Übers Wasser gelaufen, ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder. Ich meine, das ist ja zumindest, also, da bitte mal. Also. Ja. Ist ja erheblich wahrscheinlicher als die Fassung, die da steht. Ne? Ich glaube, dass man alle Wunder irgendwie so noch erklären kann. Ne? Selbst Tote erwecken oder was weiß ich. Das Einzige, was ich wirklich für möglich halte, ist diese Geschichte mit dem Wasser in Wein verwandeln. Ich glaube, das geht. Aber gestern Abend waren wir noch in der Kneipe und die hatten so ein Pinot Grigio. Da war die Wandlung bis zur Hälfte. Und der Rest war, weiß ich nicht, Bremsflüssigkeit oder so. Ich glaube, das war kein Wunder in dem Sinne, sondern ich glaube, es war Beschiss. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist es mit den meisten Wundern so. Ich weiß, soll man nicht sagen, dass die Gläubigen wieder beleidigt sagen. Nee, so kann man nicht reden. Also ich weiß, gar kommt nicht so gut. Ich würde es ja auch gerne alles glauben. Ich schaff's ja noch nicht. Es steht immer so ein Stück Restverstand im Weg. Neulich war ich kurz davor. Hätte ich es fast geglaubt. Hatte ich aber auch einen in der Kiste, meine Fresse. Oh, war ich blau. Selbst in dem Zustand, weiß ich noch, habe ich gefragt. Ja. Und die Frage hat keiner verstanden. Und da habe ich am nächsten Morgen selber recherchiert. Also die Frage lautet, wann ist das eigentlich geschrieben worden? Und da habe ich nachgeguckt und habe rausgekriegt, das erste Evangelium ist von 70 nach Christus. Also zwischen Jesus' Tod und dem allerersten Evangelium liegen schon 40 Jahre stille Post. Das ist nicht das, was der Historiker als Superquelle bezeichnet. Man soll nicht alles glauben, bloß weil es geschrieben steht. Ganz wichtig. Dafür wird man nämlich zu oft übers Ohr gehauen.
Schon im Kleinen und Alltäglichen, doch schon an jeder Ecke. Dann doch wohl erst recht im Großen und Erhabenen. Im Grunde wird man doch überall übers Ohr gehauen. Können Sie hingehen, wo Sie wollen. In jeden Klamottenladen können Sie reinlaufen, werden Sie übers Ohr gehauen. Probieren Sie irgendwas an, Ärmel gehen bis hier, sagt der Verkäufer, das ist so geschnitten. Ja, das sehe ich, ja. Ich lasse mich gar nicht scheißen, aber ich will, dass man sich Mühe gibt dabei. Ja. Gut, Mann. Man wird als Mann natürlich auch nicht ernst genommen, wenn man da allein durch so einen Klamottenladen läuft. Ne? Ich kenne die Blicke von den Frauen, wie die am hinterherglotzen. Ne? Was ist das denn? Ne? Diese Verkäuferinnen da. Ne? Ist doch ein Mann. Ne? Allein. Muss ich den ausrufen lassen? Ne? Hört man immer öfter. Klaus Dieter, 61, kann in der Herrenabteilung abgeholt werden. Ne? Was Frauen ja nicht begreifen ist, Männer kaufen ja durchaus gerne ein, ne, übrigens auch Klamotten, aber wenn sie welche brauchen, also wenn die alten kaputt sind, ne, das machen Männer mit allen Sachen so, ne, selbst mit Klopapier. Ne. Ja, ein Mann sieht doch, dass die Rolle kleiner wird. Er ist nur nicht in der Lage, die Konsequenz daraus zu ziehen. Ne. Der will da erst sitzen. Ne. Am Rollenhalter rumfingern, was ist das denn? Kein Klopapier mehr. Wie ist das möglich? Da war doch letzten Monat noch welches. Ich muss neues Klopapier jagen. Dann zieht der Mann hinaus. Er kauft exakt 2 Rollen Klopapier. Warum 2? Weil es sie einzeln nicht gibt. Oder? Oder er kauft 40 Paletten Klopapier, ein Kellerregal zum Stapeln und eine neue Kloschüssel. Denn Männer kaufen für sofort oder für die Ewigkeit. Warum auch immer. Ich habe keine Erklärung dafür. Aber es ist so, oder? Ich meine, das ist so. Ich glaube, im Haushalt setzt die Planungsfähigkeit des Mannes aus. Oder? Auch beim Kochen zum Beispiel. Männer kochen ja gerne. Ne? Männer kochen ja auch gut. Sehr gut. Ne? Sagen die ja auch. Ne? Das ist ja überhaupt der Unterschied. Wenn Frauen kochen, wird ja nach dem Kochen einfach gegessen. Beim Mann liegt zwischen Kochen und Essen eine Phase von ca. 10 Minuten, wo er sich selber feiert. Wo er alle zusammenruft, kommet her und schaut. Seht, was ich geschaffen habe. Holt auch die Nachbarn, sie dürfen nicht mitessen, aber gucken können sie. Dieses Stück Fleisch ist exakt auf den Punkt. So. Und jetzt schäle ich Kartoffeln. Frauen machen das ja alles auf einmal. Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, alles gleichzeitig fertig. Was ja eigentlich gar nicht geht, weil es dauert ja auch unterschiedlich lange. Egal. Ich glaube, so ist es auch gekommen, dass man Frauen damals mit Hexerei und Dämonen und so weiter... Da ist einer von der Inquisition in die Küche gekommen und hat gesehen, Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, alles fertig, das ist der Teufel. Weil die es nicht verstanden haben, wie die das gemacht haben. Und Dämonisierung hat ja immer auch mit Nichtverstehen zu tun. Das merkt man auch in den Vorwürfen, die damals den Frauen gemacht wurden in diesen Hexenprozessen. Da gibt es ja so Protokolle, wo das genau aufgeführt ist und so. Und die Vorwürfe, zum Beispiel einer der beliebtesten Vorwürfe gegen Frauen in Hexenprozessen war, dass Frauen seltsame Rituale ausüben, und in Tiermasken rumlaufen. Ein ganz häufiger Vorwurf. Das haben die nicht verstanden.
Wir wissen das natürlich heute, ich meine, ist ja klar, seltsame Rituale, Tiermasken, ich meine, das werden ja wohl so Wellness-Wochenenden gewesen sein. Und so eine Thalasso-Algenpackung hatten die ja nicht gesehen, da haben die am Rad gedreht. Nicht? Dann kam die sexuelle Verunsicherung natürlich noch dazu, nicht? Das merkt man schon an diesem Wort Hexe. Das kommt ja von Hagazusa, nicht? Also Hakas Zaun, und das ist altgermanisch ist das. Nicht? Das muss ich dazu sagen, habe ich gelesen. Also mein Altgermanisch ist sehr holprig, aber das Urwort von Hagazusa von Hexe ist Hagazusa. Also Haka ist Zaun und Zusa heißt Weib und wörtlich heißt Hexe also Zaunweib. Nicht? Wurde auch gleichbedeutend verwendet wie der Begriff Zunrite, Zaunreiterin. Eine Frau war also eine Hexe, wenn sie auf einem Zaun ritt, einer Zaunlatte, aus der später der Besen wurde, den meine Englischlehrerin noch benutzte, wenn sie zum Brocken flog. Zaunweib, Zaunreiterin, da merkt man doch, das war sexuelle Verunsicherung. Eine Frau wird zur Hexe, wenn sie auf einer Latte reitet. Das muss nichts Schlimmes sein, aber ne, für seinen katholischen Pfarrer, ne, Teufelswerk, ne, und da haben die sich was einfallen lassen, ne. Ganze Gesetzeswerke haben die geschrieben, damals den Hexenhammer und so, wo dann also genau festgehalten wurde, was da passieren sollte mit solchen Frauen. Ne, da stehen Dinge drin, wenn man das heute liest, wenn man nicht wüsste, dass es historisch ist, man wird sich wegschmeißen vor Lachen. Da stehen Dinge drin. Im Hexenhammer steht zum Beispiel, wörtlich steht da drin, Frauen, die sich in Tiere verwandeln und damit bei Männern Impotenz erzeugen, die sollten verbrannt werden. Ich meine, heute wissen wir natürlich, dass man bei Erektionsproblemen mit Verbrennung der Partnerin nicht wirklich weiterkommt. In Einzelfällen hilft das, natürlich, aber ne, man denkt natürlich, die heute, die hatten sie nicht mehr alle, die waren bekloppt damals, nicht? Die haben sie nicht mehr, aber das kommt dabei raus, wenn man sich die Welt verquast, esoterisch, religiös erklärt, mit Engelchen und Teufelchen und Gott und Dämonen. Und da waren die alten Griechen 1000 Jahre vorher schon erheblich weiter, weil die Welt wissenschaftlich erklärt haben, weil die beobachtet haben und Schlüsse gezogen haben. Ne? Heraklit, alles fließt, eins folgt dem anderen, Ursache, Wirkung. Das sind Gedanken, die hat man, wenn man sich Zeit nimmt zum Überlegen. Ja, wenn man am Wasser steht, da reinpinkelt und denkt, guck mal, alles fließt, ne? Stromabwärts, wo der Nächste steht, sich wundert, dass aber warm heute, ne? So ist. Ne? Die haben sich noch Zeit zum Denken genommen. Und das ist das Problem heute auch wieder, dass wir auch keine Zeit mehr zum Denken haben. Und deswegen kommen die Irrationalisten ja wieder aus allen Löchern, ne? Weil wir uns keine Zeit mehr. Gut, wann soll man sich die Zeit zum Denken nehmen? Man kommt ja nicht mehr zur Ruhe heute. Ne? Selbst nachts hat man doch ständig Hektik, ne? Da. Gestern Nacht konnte ich nicht schlafen, dachte ich, gehst mal durchs Fernsehprogramm zum Entspannen. Ja, vergiss es doch. Du bist ja nur noch angebrüllt, nur noch Hektik. Der Fernseher an, ist noch gar kein Bild, da brüllt schon der Erste aus der Kiste raus. Ein Auto mit A, das kann nicht so schwer sein. Warum ruft mich keiner an, ja. Ist doch wohl klar, wer ruft denn so einen Arschloch an? Ja. Aber man entkommt dem ja nicht mehr. Ja, da schaltet man weiter, nee, da kam. Am nächsten kam das, oh, boah, haben Sie das schon mal gesehen? Da kam so eine dicke, oben ohne mit so Bommel an, die rief immer zwei Geldpakete. Ich denke, ja, das sehe ich ganz deutlich, ja. Ich denke, ja, nimm sie, geh nach Hause, halt die Fresse, aber lass mich doch in Ruhe damit, was habe ich damit zu tun? Ja, zack, nächstes Programm, kommt ein Irrer, völlig, wusste der aber selber. Der rief schon immer, ich werd wahnsinnig, wobei von werden konnte keine Rede sein. Da war der lange drüber weg. Nicht? Der hatte so einen Verfolgungswahn. Der Hot Button schlägt zu. Ja, wenn er mal zuschlagen würde, aber bitte mitten auf die 12, dass da Ruhe ist. Ja. Oh, ja, komm, ja. Ja, wahrscheinlich muss man auch Verständnis haben. Nicht? Die müssen auch irgendwie Geld verdienen. Was willst du machen, wenn da um Strich nichts mehr geht? Nicht? Muss man halt debile Fernsehzuschauer bescheißen. Nicht? Das ist ja das, was mit der Vertreibung aus dem Paradies gemeint war. Dass heute jeder irgendwie zu Geld kommen muss, arbeiten muss, sich sorgen muss, sich kümmern muss. Und den ganzen Tag, das hört ja nach der Arbeit gar nicht auf, da geht's zu Hause weiter, muss man sich um die privaten Sachen kümmern, Haushalt waschen, bügeln. Ja. Gut, bügeln sind wenigstens wir Männer außen vor. Ja. Wir wissen, das Zeug wird von der Körperwärme glatt, wenn man es erst mal 3-4 Wochen getragen hat.
spiegel nichts. Echt. Kam neulich nach dem Auftritt, kam eine Frau zu mir und meinte, was ich denn hätte. Sie wird ja gerne bügeln. Sie wird sich dann einen Fernsehabend machen und bügeln. Da habe ich auch gedacht. Jo. Fernsehen und bügeln. Gleichzeitig. Wahrscheinlich noch Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, alles. Ne? Und alles mit links, mit rechts musst du noch telefonieren wahrscheinlich. Ja. Fernsehen und bügeln, wie soll das gehen? Ich meine... Das merke ich doch am Brandgeruch, dass es nicht geht. Ja, aber na komm. Wahrscheinlich sind Frauen wirklich in diesem textilen Bereich, sind Frauen einfach komplexer gestrickt als Männer. Das ist, merkt man ja schon beim Kauf von Textilien. Das ist, aber das habe ich ja eben schon angesprochen. Nicht? Dass das für Männer einfach ein simplerer Vorgang ist. Nicht? Wenn ein Mann eine Hose braucht zum Beispiel, da macht den Computer an, googelt Hose, dann kauft er eine Hose. Nicht? Frauen, die gehen aus dem Haus, weil die es anfassen wollen und anprobieren. Und zwar, obwohl sie ihre Größe wissen. So was weiß ein Mann ja gar nicht. Wenn sie einen Mann fragen, welche Größe haben sie, sagt er, so. Aber es ist für den kein Grund anzuprobieren. Ein Mann sieht seine Hose auf dem Bildschirm und dann weiß der, das ist meine Hose. Der bestellt die Hose kommt, der macht das Paket auf, zieht die Hose passt nicht, da kann man nichts machen, der trägt die trotzdem. Ja? Ja. Und bitteschön, warum? Weil der Mann Aristoteliker ist. Aristotelische Logik, erstes Gesetz, Gesetz der Identität. Eine Hose ist eine Hose. Warum also anprobieren? Ist ja eine Hose. Ein Bein, noch ein Bein, Hose. Ja, wenn Frauen das Ganze mehr existenzphilosophisch betrachten, der Weg zur Hose ist das Ziel. Also das Probieren der eigentliche Zweck. Ne? Deswegen kaufen Frauen ab und zu Sachen, die sie nachher nie mehr angucken. Weil der Zweck erfüllt ist. Das habe ich neulich selbst erlebt. War ich mit einer guten Freundin von mir in der Stadt, die probiert sowas an und reißt so die Türe auf von der Umkleidekabine und fragt mich so, hör mal, wie findest du das? Und ich denke, ich gucke nicht richtig, ich sage mal, willst du mich verarschen? Das hast du doch schon. Da sagt die zu mir, das war wirklich so, da sagt die zu mir, das will ich ja auch nicht kaufen. Da bin ich raus, ganz ehrlich. Das ist offenbar ein grundsätzlich unterschiedliches Lebenskonzept, was sich da offenbart. Ne? Ich finde, da sind Frauen manchmal... ja, Frauen benutzen auch komische Sachen zum Beispiel. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Komische Sachen. Probiersöckchen. Mal als Mann fassungslos. Ne? Ich frage nochmal nach, was ist das Eiterfarben in deiner Handtasche? Probiersöckchen. Ja. Wenn ein Mann Schuhe kauft, ist ihm egal, wer seine verfaulten Bratzen da vorher reingehalten hat. Er weiß es ja nicht. Puh. Ja, komische Sache. Ne? Ja, oder hier, das habe ich neulich bei Aldi gesehen. Bei Aldi Süd war das allerdings. Hieß ja... Nord, ne? Deutschland ist ja immer noch geteilt. Ja, aber wahrscheinlich gab es das hier auch, ich weiß es nicht. Jedenfalls wurde das angepriesen in dieser ganzseitigen Anzeige, Aldi informiert, war das mit Bild, war das da drin? Das ist wahr. Multifunktions-BH. Jetzt mal von Anfang an. Kann mir irgendjemand hier im Raum erklären, welche Funktion die Dinger noch ausüben? Was soll das sein? Ein Doppelkaffeefilter für WGs? Oder bitte, was ist es?
Ja, oder? Moment. Hier, das habe ich neulich bei meiner eigenen Freundin in der Dusche habe ich das gefunden. Da steht da plötzlich Anti-Haarbruch-Shampoo. Nur zur Erinnerung, wir Männer gelten als wehleidig. Aber Haarbruch gilt unter Männern nicht als schwerwiegende Verletzung. Wo man medikamentös eingreifen müsste. Ich habe noch nie, auch nicht im Sportverein, niemals habe ich einen Mann sich unter der Dusche winden sehen. Oh, ich habe mir ein Haar gebrochen. Bring mich zum Friseur, zum Eingipsen. Gut, auch Männer benutzen komische Sachen, gebe ich gern zu. Ne? Enthaarungscreme, ja. Gut, benutzen Frauen auch, aber nicht in der Nase. Wahrscheinlich sind Männer und Frauen sogar exakt gleich komisch. Man merkt es immer bei jeweils anderen, weil man sich an die eigene Beklopptheit ja gewöhnt hat. Und deswegen prallen ja auch Kulturen aufeinander, weil man immer denkt, die anderen sind bekloppt. Ne? Das Fremde ist bekloppt und die denken das von uns natürlich auch. Aber in Wirklichkeit haben natürlich beide recht. Ne? Weil der Mensch an sich nicht mehr alle hat. Man merkt das erst, wenn man fremd ist, wenn man von außen drauf guckt. Fahren Sie mal irgendwo hin, wo Sie sich nicht auskennen. Ne? Irgendwie andere Seite der Erde, da Japan zum Beispiel. Ja, wo man also selbst Mimik und Gestik nicht mehr so richtig interpretieren kann. Das ist interessant, ja? Wie Menschen dann auch aufeinander zugehen zum Beispiel. Ist ja, ne, ich meine, da sind die ja ganz anders als wir. Ne? Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch noch Rheinländer, also der Anti-Japaner schlechthin. Ne? Japaner würden ja nie so aufeinander zugehen, wie wir das machen. So, ey, Takeshi, alte Sau. Puh, ja? Kennen die nicht. Ja? Die würden nie jemanden so anhauen. Ja? Selbst im Notfall, wenn da irgendwas ist. Irgendwie, das ist ein Japaner, weiß ich nicht, steht zu nah am Grill, Hose fängt Feuer. Und ein anderer Japaner sieht das. Der würde jetzt niemals rufen, ey, Takeshi, dein Arsch brennt. Ja. Weil der Japaner mit der brennenden Hose dadurch sein Gesicht verlieren würde. Stattdessen verliert er den Hintern. Das ist eine Güterabwägung, die auch ich in der Reihenfolge für richtig halte. Trotzdem würde ich es vorziehen, wenn nötig, auch unter Gesichtsverlust auf meinen brennenden Hintern aufmerksam gemacht zu werden. Mit anderen Worten, Personen, deren Hintern zum Brennen neigt, sollten Japan weiträumig umfahren. Es geht weiter bei diesen Verbeugungsriten, die haben immer so Verbeugungswinkel, ja, die alle irgendetwas bedeuten, ja, wo man als Europäer überhaupt nicht dran denkt. Man steht in der U-Bahn, macht sich die Schuhe zu, ne, hat möglicherweise alle Mitreisenden zum Geschlechtsverkehr aufgefordert. Ne, das ist nicht gut. Geht das weiter bei der Küche und so? Die Japaner haben ja tolle Küche. Also ich liebe japanische Küche, wirklich, finde ich ganz toll. Aber Sushi und den ganzen Krempel und so. Aber warum ein Sushi-Koch jetzt 10 Jahre Ausbildung braucht, das ist doch für einen Außenstehenden nicht begreifbar. Weil man denkt doch irgendwie, der schneidet den Fisch, fupp, ne? Und dann drauf. Ne? Fertig. Ne? Aber bei denen ist das mehr, ja, wie die es anrichten und so. Das ist alles, das ist Kunst, das ist Religion, das hat was mit Philosophie zu tun, das begreifen wir nicht, weil ein Schweinebraten auch nach 10 Jahren Ausbildung nicht zur Philosophie wird. Ne? Was ja schade ist, weil ein Schweinebraten ja durchaus was Transzendentales hat, wenn er gut gemacht ist. Ne? Denn es ist ja die Bestimmung des Schweins, gut zu schmecken. Ne? Die Sau als entfremdetes Individuum, geworfen in eine gottgleichgültige Welt, kann ja als Bestimmung nur das anerkennen, was ihre Existenz verursacht und dadurch sinnhaft prägt, nämlich das Schweinsein, dem das Bratenhafte doch schon innewohnt. Die Sau muss sich doch selbst verwirklichen, indem sie sich in ihre, dem Salzbeck, indem sie sich in ihre dem Seinzweck untergeordnete Rolle als Bratenscheibe fügt. Jetzt wär's gewesen. Aber ist egal. Das ist, nein. Bitte. Nein. Da sage ich doch Respekt, alte Sau. Jedes Lebewesen fügt sich doch ein in die Natur. Da ist der Mensch doch nicht anders als ein Schwein. Ein Insekt. Oder ein Pilz. Im Grunde alles dasselbe. Es kommt zur Welt, es pflanzt sich fort, es lebt wieder ab. Da ist im einen doch nicht mehr Sinn als im anderen. Im Grunde sind wir da wie so ein blöder Algenpilz.
der macht das ja noch genauso wie wir mit der Fortpflanzung, ne? Also durch Oogamie, also männlicher Genträger, bewegt sich Richtung weiblicher Genträger. Sprich, also er schwimmt, fliegt, kriecht, fährt oder humpelt in Richtung weiblicher Pilz. Sie sitzt da, lackiert sie in Rudi Lamellen. Und entscheidet dann, wer ran darf. Was unterscheidet uns also vom Algenpilz? Nix. Außer Eheverträge und Scheidungsanwälte. Soweit haben wir es gebracht mit unserer höheren Entwicklung. Ja, der Begriff höhere Entwicklung ist insofern nämlich falsch. Je niedriger die Entwicklung einer Art, umso effektiver ihre Fortpflanzung. Es ist kein einziger Fall bekannt, wo eine Schnecke im Trennungsfall ihr Haus verkaufen musste. Ja, da haben sich die Tiere zum Teil schlauer entwickelt als die Menschen. Austern zum Beispiel kennen gar keinen Geschlechterkampf. Austern wechseln ihr Geschlecht je nach Wassertemperatur. Das ist doch mal... Ich meine, gut, das ist, wenn das Wasser richtig kalt ist, ist es auch beim Mann. Aber wurscht jetzt. Also im Grunde sind doch Bakterien die intelligentesten Lebewesen. Die suchen sich ein Wirtstier, setzen sich fest und fressen sich voll. Na gut, auch das gibt es beim Menschen auch. Aber wir sind ja auch verwandt mit den Bakterien. Wir stammen alle von derselben Urzelle ab, wie Schweine, Insekten, Pilze, Bakterien. Im Grunde sind das alles Verwandte. Selbst Kolibakterien. Wenn sie Durchfall haben, ist im Grunde Verwandtschaft zu Besuch. Und so fühlt man sich dann auch. Ne? Aber wir Menschen, wir waren ja so bescheuert. Wir haben uns ja schon am Anfang der Evolution wichtig gemacht und haben gesagt, nein, wir entwickeln uns, wir verzichten auf Fortpflanzung durch Zellteilung. Ne? Gut, haben ja nicht alle hingekriegt. Glaube ich zumindest. Ne? Ich meine, komm, jeder von uns hat doch Freunde und Bekannte, die irgendwann Eltern wurden. Ne? Wo man auch weiß, das muss Pollenflug oder was. Ne? Wo man doch weiß, dass der normale Vorgang... wo man auch in den Kinderwagen guckt und denkt, wer war das? Und vor allem, warum? Nicht? Wir wissen es nicht. Und das ist das Schöne, wir leben einfach und das immer länger. Heute ist der Mensch in der Lage, 110 zu werden und trotzdem noch Auto zu fahren. Meist mit 60 auf der Mittelspur. Und das ist doch großartig. Denn das ist der Sinn des Lebens, sich fortbewegen in Zeit und Raum und dabei Rohstoffe verfeuern. Gut, das sagen viele, nein, das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt die Natur schützen und moralisch leben. Ja, so ein Quatsch. Als wenn das irgendetwas mit Moral zu tun hätte, dass wir da die Natur schützen würden, weil wir so gutmütig sind. So ein Quatsch. Wir wollen uns doch schützen vor der Natur. Darum geht es doch. Ja. Der Natur ist das doch alles egal. Selbst wenn es 40 Grad wärmer wird. Das interessiert die überhaupt nicht. Da wechseln die ein paar Millionen Arten aus, uns inklusive, und fängt von vorne an. Wenn der Meeresspiegel steigt, das ist doch dem Meer egal. Ist schlimm für Holland. Ja, die Fische freuen sich wahrscheinlich, wenn sie mal aus den Grachten rauskommen. Ne? Ja, mit knapp 7 Milliarden Menschen kann man wahrscheinlich innerhalb der Natur sowieso nicht mehr überleben. Aber deswegen haben wir die Natur ja auch bereits verlassen. Und leben heute in künstlichen Konglomeraten da, irgendwo in Shenzhen oder in New York. Da gibt es Häuser mit 1200 Parteien. Das hat doch mit Natur nichts mehr zu tun. Aber es ist toll. Da ist man selbst bei 50 Schneetagen im Jahr nur alle 24 Jahre mit Schippen dran. Das ist super, das ist bequem, ja. Und wir sollten es uns bequem machen, ne? Und zwar in diesem Leben. Denn wir wissen ja nicht, ob wir im nächsten noch dazu kommen. Wir wissen noch nicht, wie es da aussieht. Ne? Ich weiß, wen wir da treffen. Vielleicht wirklich den lieben Gott. Ne? Vielleicht lernen wir mal kennen. Dass wir mal ansprechen können, sagen, Mensch Gott, wie ist es? Ne? Und Gott sagt, muss. Verdauung, aber sonst... Ne? Vielleicht können wir das Gespräch dann noch vertiefen sogar. Ne? Können wir nachfragen, Mensch Gott... Wo wir uns gerade sehen, kannst du uns dann nicht die Wahrheit sagen, die ultimative und oberste Wahrheit? Nee. Und Gott wird antworten, ja, jetzt kann ich es ja sagen. Die Wahrheit ist, Ahornsirup klebt. Nee. Dann werden wir ein bisschen enttäuscht sein, nee, dass das alles ist. Nee. Wir werden uns umschauen, wo wir den letzten Rest unserer Ewigkeit verbringen werden. Nee. Wer weiß, was wir finden. Lauter einzelne Körperteile, weit verstreut, das waren die islamistischen Märtyrer. Wenn wir Pech haben, werden wir dann lauter körperlose Seelen entdecken und feststellen, das sind wir. Und dann werden wir den lieben Gott entsetzt fragen, Gott, was ist mit meinem Körper? Und wenn wir noch mehr Pech haben, wird Gott antworten, den habe ich verkauft. Den hat die Deutsche Bahn AG. Und dann ist Feierabend. Gute Nacht.
Noch mehr Dieter Nuhr gibt's direkt im Anschluss. Dann beglückt er uns mit seinem Jahresrückblick. Gleich hier in Dreisat.